Ostern, was gibt es zu feiern? Viele Christen feiern jedes Jahr Ostern. Warum eigentlich? Was gibt es zu feiern? Es geht darauf zurück, dass Jesus, Gottes Sohn, am Kreuz gestorben ist und in ein Grab gelegt wurde, wie es der Schreiber des Johannesevangeliums berichtet. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Josef von Arimathea kam nun und nahm den Leib Jesu ab. In eine neue Gruft legten sie Jesus. Vielleicht denkst du, dass es nichts Spezielles ist, wenn ein Gekreuzigter in eine Gruft, ein Grab, gelegt wird. Stimmt, aber was danach geschah, ist absolut außerordentlich. Übrigens, der römische Statthalter hatte angeordnet, dass die ganze Zeit das Grab bewacht werden sollte, wie wir es hier lesen. Pilatus sprach zu ihnen: Ihr habt eine Wache, geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Das Grab war also sicher. Aber am Morgen des dritten Tages geschah Folgendes. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab und trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und wurden wie tot. So etwas haben die Wächter bestimmt noch nie erlebt. Kurze Zeit später kamen einige Frauen zur Gruft und sahen es auch. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Unglaublich, der Stein war weg und das Grab leer. Noch bevor sie sich richtig erholen konnten, stand ein Engel neben dem offenen Grab und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Der Leib Jesu war nicht einfach verschwunden, nein, er ist auferstanden aus den Toten. Der Herr Jesus hatte mehrfach gesagt, dass er sterben und danach auferstehen werde. Genauso ist es gekommen und passiert. Mehrere Apostel bezeugen uns die Auferstehung Jesu, wie beispielsweise Petrus. Jesus habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Den hat Gott auferweckt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Jesus Christus ist also tatsächlich und leibhaftig auferstanden und lebt. Das ist der Beweis, dass der Herr Jesus nicht als Verlierer gestorben ist, sondern als Sieger, den Tod überwunden hat. Jesus ist stärker als der Tod und kann uns das ewige Leben anbieten, weil er selbst ewig lebt. Folgender Satz sagt der Herr Jesus aus dem Himmel, wo er jetzt lebt: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Der Herr Jesus ist der Lebendige und hat Macht über den Tod und entscheidet als der Richter, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Darum unterwerfe dich bitte seiner Autorität, bevor es kein Zurück mehr gibt. Wenn du diese Tatsachen im Glauben für dich persönlich in Anspruch nimmst, dann hast du Grund zu großer Dankbarkeit. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.